Heinz Fischer, ich bin in Graz geboren, wohne in Wien, bin heute in Innsbruck und fühle mich hier an der MCI sehr, sehr wohl. Wenn Sie mich fragen, was ich den Studierenden am MCI mitgeben möchte, sie sollen ihre Berufsausbildung sehr, sehr ernst nehmen. Sie sollen aber auch ihre sonstigen Interessen pflegen, weil das ist fürs ganze Leben wichtig. Ich sage auch noch etwas, sie sollen sich genau überlegen, wen sie heiraten, weil auch das ist für das weitere Leben ganz wichtig, dass das alles gut klappt. Wenn ich nachdenke, ob ich noch etwas empfehlen kann, ich glaube, es ist wichtig, Fremdsprachen zu lernen und zu beherrschen. Das habe ich immer wieder bemerkt. Ich glaube, es ist wichtig, Ausdauer zu haben, nicht nur beim Marathonlauf, sondern auch beim Weg in das Berufsleben. Und es sind gute Freundschaften wichtig, die man pflegen muss, um die man sich kümmern muss und die einen dann reich belohnen. Wenn Sie mich fragen, ob ich es jemals bereut habe, in die Politik zu gehen, wie man so schön sagt, dann sage ich nein. Aber wichtig war mir, dass ich immer ein zweites Standbein habe. Und wichtig ist mir auch, dass man Politik als etwas Seriöses und Ernsthaftes betrachtet.